Sie blickt rätselhaft fragend in diese Welt, voller Hoffnung und Behauptung, und macht sich Gedanken um das Wesen des Windes. Die Wetterfahne von Anna Franziska Schwarzbach ist ein Signet der Künstlerin und wird in diesem Jahr an die Preisträger des Brandenburgischen Kunstpreises verliehen. Das Motiv begleitet die freischaffende Bildhauerin grafisch und auch plastisch bereits seit 30 Jahren. Mit der Verleihung kommt die Wetterfahne nun zur Ruhe. Und dann kam ich auf diese Wetterfahne, ja. Und dachte, mit der hast du Eisenguss angefangen, mit der habe ich die großen Ausstellungen auch in der alten Völklinger Hütte gemacht. Und da stand, war eben immer diese Wetterfahne so da. Dachte ich, das ist es, das muss es sein. Das hat mit Lauchhammer zu tun, das hat mit meiner Denkungsart zu tun, das hat mit Fahne zeigen zu tun. Gemeinsam mit einer der einst bedeutendsten Kunstgießereien Europas hat die gebürtige Sächsin die anmutigen Skulpturen für den Kunstpreis geschaffen. Aus einem afrikanischen Königshocker, einer zierlichen Katzenfigur, Scherben eines Schinkeltellers sowie von selbst geflossenem dünnen Eisen ist eine Collage entstanden. Ein Ensemble aus Zufall und Bestimmung und mit der unverkennbaren Handschrift der Künstlerin. In ihrem idyllischen Garten in Berlin-Heinersdorf haben die eisernen Figuren anschließend im Einklang mit der Natur ihre finale Farbgebung erhalten. Der dort entstandene Rost drückt für die Künstlerin die Sensibilität des sonst so robusten Eisens aus und macht jedes ihrer Exemplare noch einzigartiger. Dass ihre Wetterfahnen in diesem Jahr an die Kunstpreisträger überreicht werden, erfüllt die selbstbewusste und tatkräftige Frau mit Neugierde und Stolz. Ist ja immer schwierig, wenn man so einen Preis, ich mache jetzt ein Kunstwerk und andere Künstler kriegt sowas, ja. Ja, wird er sich freuen oder wie spielt er damit? Und es ist auch nicht unbedingt Bildhauerei. Es ist sehr fotogen zum Beispiel, das Viech. Nach ihrer Ausbildung als Rinderzüchterin zog Anna Franziska Schwarzbach vom Erzgebirge in die Hauptstadt, absolvierte dort ein Architekturstudium, widmete sich später der Porträtplastik und arbeitet nun seit 1977 in ihrer Wahlheimat als freiberufliche Bildhauerin. Mit ihrer ausgebauten Bauernhausruine hat sich die bodenständige Künstlerin einen Ort der Inspiration geschaffen. Doch nicht nur in ihrem Atelier und Garten, sondern auch deutschlandweit hat sie sich in zahlreichen Museen sowie mit ihren Projekten und Skulpturen ein Denkmal gesetzt.